Ahoi, Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen zu einem neuen Let's Play hier bei Hunter und Kron. Heute spielen wir Alles an Bord, das neue Familienspiel von Carlo A. Rossi. Ab 7 Jahren wird es empfohlen, für 2 bis 4 Piraten ist das Ganze. Wir sind gar nicht offiziell Piraten Sind doch übrigens. wir Es sind sind mehr mehr so so Handelsschiffe, oder? Handelsschiffmatrosen, aber es ist trotzdem, komm schon, ich fühle mich trotzdem Piratenthema. ein bisschen piratisch. Und das Ganze geht ungefähr 30 Minuten. 2 bis 4 hatte ich gesagt, wenn nicht, sage ich es jetzt nochmal. Und es ist, so wurde es mir von Meeple Pete gepitcht, es ist Galaxy Trucker als Familienspiel mit Piratenschiffen. Und ich finde, das ist ein ziemlich starker Pitch und der hält sogar Wort. Weil tatsächlich ist es hier auch ein zweiphasiges Spiel. In der ersten Phase bauen wir zwar nicht unser Schiff, aber Ist schon wir fertig, laden schon es doch. fertig, sehr Schiff ist hübsch. schon fertig, Rumpf, Segel, alles da. Aber es sind noch keine Dinge, keine Ausrüstungsgegenstände, die wir brauchen. Hier liegen wild verteilt, offen, geschlossen, Schaufeln, Fernrohre, Matrosen, Seile, Säbel, weiß der Kuckuck, Laderäume. Ein Haufen Zeug. Und das werden wir jetzt auch ähnlich wie bei Galaxy Trucker in Phase 1 so einhändig einladen und bestücken. Und der Gag ist, es gibt so ein paar sichtbare Plätze und ein paar unsichtbare Plätze, wo du Sachen mitnehmen kannst und andere weiß es nicht. Was wir überhaupt mitnehmen, werden wir gleich auf diesen Karten hier sehen. Die decken wir nämlich tatsächlich, im Unterschied zu Galaxy Trucker, die decken wir alle auf und die liegen hier rum und man kann sich das angucken. Aber sobald der erste fertig beladen hat, wird er all diese Karten zusammenräumen und dann kann der langsamer ladende Spieler nur noch auf gut Dünken fertig Oder beladen aus oder sich Gedächtnis. natürlich aus Gedächtnis. Gedächtnis, was ist Man könnte das? es natürlich auch einfach so nur gar nichts machen, nur einprägen, bis der Gegner fertig ist und dann einfach ganz Dann in in aller Ruhe. Ruhe. Aber es ist ja auch zu Ja, bedenken, da sind die dass Sachen weg, manche ja. Sachen natürlich nicht in aller Naja, weil ja jeder Häufigkeit das da Gleiche sind, baut. weil wenn Ja, dann naja, natürlich. klar. Und es kommt hinzu, dass wir zu zweit spielen. Und da gibt es die Einschränkung, dass bei uns alle Plättchen mit einem Stern markiert Ziemlich viele nur diesmal. Schrott sind und nicht zählen. Genauso wie Äffchen blockieren auch nur dein Schiff. Du kannst sie gerne mitnehmen, wenn du Aus magst. Aber genau, sie bringen Tierfreundlichkeit. dir absolut gar nichts. Sie machen einfach den Stapel konfuser. Und ja, wirklich, das, da muss ich, weil ich habe es noch nie zu zweit gespielt, dass ich nicht diese Plättchen mit Sternen einlade, die man ja im Spiel zu viert darf, die natürlich bedenkenlos mitnehmen. Ja, das ist es schon. Es gibt 4 Waren, die sammeln wir dann natürlich ein und wir fahren, wie gesagt, 2 so Segelturns machen wir und nach dem zweiten Trip, wer dann am meisten Geld hat, gewinnt, das werdet ihr da noch sehen. Ja. Die Waren haben, das finde ich ein bisschen schade, die haben keine Namen. Das ist lila, orange, weiß und blau. Sehen auch alle gleich aus. Ja. Aber man kann sich ja auch was Verschiedenfarbige ausdenken. Tüten, in denen irgendwas drin ist. Rum. Und was hat man noch? Weiß Gold. auch Nee, nicht. du wolltest Nee, ja Gold das. gibt's nicht. Piraten haben nichts dabei außer Rum und Schießpulver. Ja, keine Ahnung. Ja. Es sind halt 4 verschiedene Waren. Okay. Das Gut, heißt, ja, los geht's. alles an Bord. Alles an Wir Bord. decken jetzt als erstes quasi gemeinsam, decken jetzt alle Spieler die Karten auf, die hier liegen. Und dabei kann man natürlich schon anfangen zu gucken, was wird denn überhaupt gebraucht. Wird denn Und gebraucht? dann Gefährt und dann geht es aber alles an Bord dann und geht's los, alles ja? an Bord und es geht los. Okay. Oh mein Gott, da muss man ja so Übersicht behalten, ne? Ist ja nicht Ist ja, so und ich ohne. kann 2 Waren einfach einpacken, ja? 2 Waren kannst du gleich mitnehmen, ja. Aber das ist natürlich, wo hast du, was hast du jetzt? Achso, die legt man da auf die Die legst du besondere. auf diese, genau. Hier, Du hast ja, rechts unten in deinem Schiff besonderen. 2 Plätze, die nur für Waren gemacht sind. Jetzt beim Beladen. Das andere sind Doppelplätze, aber jetzt darfst du nur natürlich nur so Plättchen da einladen. Du brauchst doch im Prinzip alles, ne? Du brauchst doch alles, was da rumliegt. Und eigentlich ja auch mehrfach, damit du auch gewappnet bist, falls irgendwas nicht. Oder? Und jedes Mal, wenn da halt sowas kommt, musst du es abgeben, das Zeug, ne? Ja, na klar, das ist dann weg. Das ist Heieiei. benutzt. Katastrophe. Ah, ja. Leinen los. Ja, aber ich weiß, was ich brauche. Auch nur noch eins. Ich weiß, was ich noch Das brauche. sammle ich halt schnell alles ein. Ist Dann mir stapeln egal, wir ich bin dann auch gemischt. fertig. Auch fertig, okay. Jetzt haben wir halt unsere Schiffe ja, recht zügig gleichzeitig beladen. Und jetzt stechen wir uns zwar schon Phase 1 und ohne 1 Entschuldigung. Gesundheit. Ah. Und jetzt fahren wir einfach los.
Sag mal irgendwann Stopp. Ja, Stopp. Okay. Und das erste ist gleich ein Pirat. Ah, okay. Wird mir jetzt gefragt, möchtest du vor dem weg schwimmen, fliehen oder traust du dich gegen den zu kämpfen? Natürlich wir kämpfen beide und brauchen für den Piraten eine Kanone und eine Schatzkarte. Habe ich beides. Habe ich auch beides. Gehen wir beide ab und kriegen dafür 4 Münzen. Kein Problem für mich. 4-4. So. Nächste Karte ist eine rote Karte, das heißt, die kommt ganz nach hinten an den Stapel. Nochmal ein Pirat. Nochmal ein Pirat. Ja, ja, ich kämpf. Ich auch. Ja. Uhr und Säbel habe ich auch. Habe ich auch. Sehr gut. 6 Gold geplündert, ich auch 6 Gold geplündert. Jawohl. Greifen uns an und dann nehmen wir sie aus. Aber wenn wir es jetzt nicht gehabt hätten, dann müssten wir das abgeben. Was ist, wenn man das nicht hat? Ja, dann, wenn du kein Geld hast, musst du auch nichts abgeben. Also wenn du natürlich gar nichts hast, ist auch nicht schlimm. Ja. Aber du müsstest jetzt 2 Gold und eine Ware abgeben. Ja. Jetzt, das wird einfach aufgedeckt, eine Orange, eine Ware, die habe ich zum Glück am Anfang eingeladen. Ja! Gegen 2 Weiße. Und das muss man quasi auch machen. Muss man nicht, ne. Muss der Platz haben, sonst müsstest du Kärtchen abwerfen. Das ist quasi so die Hauptkrux, die passieren kann, dass du zu früh deine Waren kriegst und keine Laderäume eingeplant hast. Oder das so. Ist natürlich. Jetzt kommt die zweite rote, die kommt jetzt auch einfach nach hinten. Jetzt kommt eine grüne, die wird auch einfach aufgedeckt. Da können wir abgeben ein Seil. Nein, ich habe keine zweite. Und eine Schatzkarte. Jetzt muss ich kurz überlegen. Aber ich habe keine Schatzkarte. Jetzt dieser dritte. Ich hätte es vielleicht unter Deck. Aber ich muss jetzt überlegen, was der dritte Pirat jetzt von mir verlangt. Das weiß ich auch schon nicht mehr. Da muss man sich so viel merken bei dem Spiel. Aber auf jeden Fall interessante Entscheidung sozusagen. Okay, komm, ich mach's. Seil und Schatzkarte von unter Deck. Für 5 Geld. Noch eine grüne. Ach, ja, das habe ich. Ich hatte für den eingeplant. Das guck hier, sein. Das habe aber dafür ich und ich kriege jetzt diese warm. Mhm. Okay, ich kann es nicht machen. Dritter Pirat, mir egal, ich kämpfe. Ja, ich kämpfe jetzt auch. Ja, ja, ich glaube schon. Ich wusste es. Ich habe die Karte geplant. Nein, jetzt habe ich mein Seil ausgegeben. Ich hatte meine. Ich habe hier unten noch eine Kanone. Ich habe wiederum vercheckt, dass 2 Kanonen. Du hast auch nicht. Nee, ja, ausgezeichnet. Jeder muss 2 Gold abgeben. Dann und eine Ware. Ich gebe hier so eine weiße. Ich gebe auch eine weiße. Scheiße. Ja, die dritte rote kommt nach hinten. Die grüne wird aufgedeckt. Ja, das habe ich noch. Ein Spaten und ein Fernrohr. Ja, das habe ich auch. 4 wieder. Zack. Ja, dann können wir auch mal tauschen hier. 5 Gold, ja, hier. 3, 4, 5. Ja. Gegen 5. Das ist eigentlich auch nicht so wichtig. So. Noch eine grüne. Spaten Nummer Dose. Ja. Habe ich nicht. Her mit dem Zaster. Das ist nämlich, man plant eigentlich für die richtigen Karten, aber du musst dann beim Abarbeiten auch wieder wissen, welche das waren, weil wenn du irgendwas falsch ausgibst. Ich habe jetzt hier noch Sachen, aber die werde ich nicht mehr benutzen. Ich glaube, ich habe noch 2 Seile, das habe ich sicher total falsch. Eine blaue Ware, die habe ich hier unter Deck. Habe ich auch. Gebe ich ab und nehme dafür 2 Orangen mit. Mhm. Platz habe ich genug. Ich habe es nicht. Ich habe es auch nicht. Ich habe nur noch 2 Seile, ich weiß nicht warum. Jetzt kommen die 3 und ich bin überhaupt nicht gut aufgestellt. Ich weiß gar nicht mehr, was da passiert. Ach so, jetzt gibt's Zaster. Scheiße. Das habe ich überhaupt, das gab's doch gar nicht. Ich habe schon. Ich habe darauf gar nicht so richtig geachtet, was am Schluss eigentlich das, was man braucht. Ja, ich habe einfach auch Kann man das dann auch mehrmals abgeben? Nee. Okay. Schon wieder dieses blöde Ding. Scheiße. Das hätten wir am Anfang einstecken müssen. Aber du hättest gucken können, sagen, okay, lila ist das Einzige, was ich nicht kriege. Ich nehme 2 lila damit. Ja, ja. Alle anderen zusammen nicht unterwegs sein. Voll Anfängerfehler. Ja, ich habe auch jetzt nur. Ich habe kein blaues mehr. Ja, ich habe es einmal. Aber einmal, ich meine, das 5 ist schon. Ja, das ist wirklich eine ganz schwache Runde. Wie gesagt, ich habe vorhin noch groß so in der Vorbesprechung posaunt, so, ja, wir haben da fast immer alle 3 Händlerschiffe da am Ende bedienen können. Oder ich weiß gar nicht, wie die heißen. Die heißen gar nicht Händlerschiffe. Ja, ja, ja. Egal. Jedenfalls, jetzt gibt jede Ware ist jetzt noch ein Geld wert. Ich habe 3 Waren. Noch 3. 3 Geld. Jedes Blättchen ist natürlich gar nichts mehr. Ich hatte 2 Laderäume dabei. Völlig falsch geplant. Mischen. Okay, und jetzt müssen wir es umtauschen in diese tollen Schatzkisten. Genau, ich habe exakt 20. Interessante Mechanik. Tatsächlich. Ich habe 24. Das heißt, du behältst 4 Geld, aber wir kriegen beide. Das heißt, damit habe ich schon mal keinen Vorteil. Wir kriegen beide 2 so Zettchen. Nur wenn man jetzt sehr viel hätte. Die halt einfach jetzt 2 Slots blockieren. Ja.
Und ich, da ich weniger Geld habe als du, kriege jetzt halt diesen Papagei. Der ist jetzt in diesem zweiten Trip einmal quasi ein Joker für einzelne Plätzchen. Das wäre natürlich gerade ganz schön cool. Das wäre gut gewesen. Ich würde sagen, die lassen wir jetzt einfach mal weg. Die schon gespielten. Genau, jetzt nehmen wir einfach neue. Ich glaube, so ist es auch offiziell. Die Anzahl, man kann da natürlich auch die Anzahl verändern oder so, aber vorgegeben ist quasi hier 1, 2, 3, 5 Grüne, 1, 2, 3, 4, 5 Grüne, 2 Blaue, 3 Piraten und 3 mal diese, ich weiß nicht genau, Schlussposten. Handelskontrakte. Das Mischen ist eigentlich gar nicht so wichtig, dass die letzte, aber es soll natürlich nicht einer alle von einer Farbe vor sich liegen haben. Dann mischt man die halt so ein bisschen und verteilt sie dann einfach in einen Ring. Ja, das war jetzt schon die erste Fahrt, schon die Hälfte verspielt, kommt noch eine Runde und dann ist es flott und einfach. Flotte Geschichte. Oh. Funktioniert, glaube ich, auch mit Kindern schon ganz gut, ne? Ich meine, diese Memory-Sache funktioniert immer super mit Kindern, weil sich Kinder einfach besser Sachen merken. Ich mal meinen Sohn ausprobieren, auf jeden Fall. Das ist ja, das, ich habe es jetzt mal ein bisschen, weil sie schlecht nicht war. Okay. Dann alles an Bord, würde ich sagen. Mit einer Hand bitte? Mit einer Hand. Entschuldigung. Ja. Hast du recht, du hast ja recht. Ich mal. Man weiß ja gar nicht, welche Piraten es dann sind, ne? Ja. Das ist ja auch geil. Das heißt, wenn man sich, wenn man sagt, man kämpft nicht gegen jeden Piraten. Dann weißt du nicht gegen welche. Du musst du abwägen, ja. Das ist ja teuflisch. Hast du das jetzt alles geklaut hier schon? Ich habe dir, glaube ich, schon die wertvollen Sachen weggeschnappt. Was suche ich denn jetzt nochmal? Suche ich. Warte mal. Death? Death? Das gibt's ja nicht. Das ist. Ach, ich hab ja nicht. Ich check gar nichts mehr. Ich will kurz überlegen. Was ist denn da drin? Ich mache jetzt einfach noch so. Okay, alles an Leinen los. Ja, ist okay. Ich nehme einfach nur noch die zweite Ware. Fertig. Ah, ich habe ja auch zu früh gerufen. Ich muss natürlich auch noch zwei Ware anpacken. Sorry. Also, ich weiß nicht so. Nein, ja, diesmal habe ich auch versucht ein bisschen, aber... Oh mein Gott. Ich glaube, ich kann vor allem einen Piraten nicht besiegen und dafür nur die zwei anderen. Ja, wir müssen nur ein bisschen zocken. Ich würde einfach den ersten angreifen und wenn es der dann nicht ist, dann muss ich ja bezahlen. Und obwohl, wenn ich dann bezahlen muss, ist ja auch eine Katastrophe. Oh. Okay. Ja. Achtung. Achso. Grün wird aufgedeckt, genau. Oh, nee. Das habe ich schon mal nicht. Das habe ich. Eine Uhr für 2 Gold. Hebel kommt nach hinten. Das habe ich einfach ignoriert. Gold kommt nach hinten. Ja, man kann ja auch nicht alles machen. Das geht ja gar nicht. Aber das ist gut. Oh, Scheiße. Ja, es ist, als hast du keinen Platz, ne? Nee, ich habe vor allem auch keine weiße Ware. Aber ich habe eine weiße Ware und ich habe sogar so einen Doppelplatz hier mir besorgt. Da war ich richtig, ich kann das komplett machen. Und kann das dann sozusagen, ist mein Doppelplatz auch richtig komplett belegt. Ich hoffe, das war jetzt auch gut. Ja, auf jeden Fall. Du kannst im Zweifel sonst noch Sachen wegschmeißen. Hier,
Ja, ich kämpfe. Ja, ich kämpfe auch. Ich kämpfe auch. Ich riskiere es einfach. Ah ja. Okay, also das oh, ist nein. Jetzt, ah, okay. Das habe ich hier unter Deck. Aber was ist jetzt, wenn ich kann das zwei wegmachen, aber habe ich nur zwei Platz? Du könntest auch nur zwei mitnehmen. Du kannst natürlich auch ein Plättchen über Bord schmeißen. Das okay. Ist dir selber überlassen. Ja, nee, aber nee, dann... Ich habe die zwei, ja. Und nehme auch drei Waren. Ich nehme ich halt nur zwei. Die und die. Und nochmal die. Weil ich nur zwei Plätze und genau, Plätze zwei unter Deck und einen über Deck. Ich bin ganz schön voll. Diesmal ist viel voller als letztes Mal. Okay, also eine ganz hier, andere Farbe. Ja, ja. Was ist das hier? Oh. Das habe ich hier unten. Das habe ich auch. Aber will ich das? Ich mach's. Ich mach's auch mal. Weil ich oh, war, lieber die. Lieber mit dem Spatz auf dem jetzt wieder voll, mein Schiff. Okay, ja. Rot kommt nach hinten. Mhm. Eine Schaufel. Aber für zwei warm. Nee, das mache ich nicht. Ich behalte meine Schaufel. Ich habe auch, ich weiß auch nicht. Ich habe da nur einen Platz irgendwie. Ja, ich auch. Ich mach's nicht. Ich mach's auch nicht. Oh, weil, oh nein, wieder kein Platz. Ich hätte nochmal so Doppeldinger machen müssen. Das habe ich jetzt voll unterschätzt, dass man da so viel kriegt dieses Mal. Egal, ich schmeiß jetzt die weiße Ware und schmeiß eine Schaufel über Bord. Schaufel. Und ich kriege jetzt quasi, ich nehme immerhin zwei statt den dreien. Oder? Nee, ich mach das jetzt, oder? Zack, und nee, ich mach das jetzt auch. Nicht. Okay. Ich glaube, ich habe alles Nützliches. Aber letztes Mal habe ich auch Sachen dann weggeschmissen. Ja, das habe ich, das war blöd. Ah ja. Hier. Zwei. Das hätte vorher ja, kommen müssen. Ich auch. Zwei. Scheiße, ich will das nicht machen. Ah. Schaufel für. Meine ich. Das mache ich auch, weil ich habe dann. Platz schön, okay. Piratenschiff, das ist jetzt nicht die Frage. Ich kämpfe. Ich kämpfe auch. Ja! Ja, habe ich auch. Das ist super, weil dann weiß ich, dass ich nämlich den nächsten Pirat, den kämpfe ich nämlich nicht. Ich kämpfe nochmal. Nee, ich kämpfe. Du fliehst, ich kämpfe. Ich fliehe. Das hätte ich nämlich nicht geschafft. Mit Papagei. Ach, du nimmst den Papagei, ja, okay. Perfekt. Und jetzt nehme ich. Aber jetzt hätte ich halt doch den da einfach wegschmeißen können. Drei weiße Waren. Das ist ziemlich cool. So, und das ist jetzt nur. Ich habe nämlich keine weißen Waren mehr. Jetzt ist es aber jetzt kann man. Jetzt pass auf, jetzt wird bedient hier. Was ist das? Das habe ich. Kein Problem. Hier alles außer weiß einmal. Ja? Hab ich auch. Fünf. Fünf. Nochmal. Haha. Mach ich auch. Sieben habe ich auch. Nochmal alles außer weiß. Und jetzt? 9, 7. Aber es ist auf jeden Fall eine knappe 5, Kiste. 7. Ich weiß nicht, für habe ich auch. Scheiße! Ein Orangenes hat mich. Ich wollte, wie viel Waren ich noch habe. Ich hätte einfach noch ein Orangenes. Ja, guck, ich habe zu viel. Aber ehrlich gesagt, es war jetzt nicht so mega gewusst. Ich habe noch 5 Waren. Noch 5. Ich habe noch eine Ware. Das sind 5 Geld. Dafür habe ich alle Ausrüstungsplätzchen verbraucht. Scheiße, wenn ich die Orange Ware. Und was ist ihr Dieb? Ist einfach nichts. Naja. Jetzt kann man natürlich okay, jetzt kann man zählen. Ja. Aber muss man ja nicht. Ne? Muss man nicht. Ja. 48. 50, 55. Richtig? Nee, zwar nee, 40, genau. 50, 51. Ach, das war vielleicht wirklich die eine falsche Wahl. Ja. Dann hätte ich das auch noch machen können, dann hätte ich 5 mehr, oder? Ja, ja. Und dann hätte ich 53. Eieiei, ist knapp. Ich sage, es ist halt, wenn man, also deswegen total für Kinder geeignet, für Erwachsene ist dann genau so ein Ding, ein so ein Patzer, das ist dann wie beim Basketball, so ein Freiwurf nicht getroffen. Das schneidet dann schon richtig ins Segel rein. Also mir gefällt es wirklich, es ist ein schnell gespieltes, flott gespieltes, natürlich hat es nicht die Komplexität und auch nicht den Ärgerfaktor von dem Galaxy Trucker, aber das willst du ja nicht, trotzdem stimmt der Pitch wie die Faust aufs Auge, es ist wirklich Galaxy Trucker, Family Light, einfach schnell was zusammenstecken und dann Spaß haben beim Abernten der Karten. Wirklich, gefällt mir wirklich gut, ist von mir wirklich eine Familienspiel. Ab wie vielen Jahren ist es empfohlen? Ab 7 ist es empfohlen. Ab 7. Also das will ich mal mit meinem Sohn, der ist ja erst 6. Weiß nicht, ob er da noch so schon einsteigt hier. Es ist ja schon, ich meine, man muss schon die Transferleistung natürlich haben, sodass man jetzt irgendwie auch, aber vielleicht kann man mal mit ihm einfach sozusagen, ohne das, dass man sich genug Zeit lässt, so kann man vielleicht ganz gut rein.
Aber ja, ich finde es auch schön, auf jeden Fall. Aber klar, ich würde natürlich auch lieber Galaxy Trucker spielen. Lieber Galaxy Trucker verlieren. Ne, ja, lieber Galaxy Trucker so lange spielen, bis ich eines Tages den Wissensvorsprung aufgezehrt habe. Ja, wir hatten damit echt viel Spaß im Urlaub jetzt. Die Familie ist auch schon angefixt. Also Häuptling wilde Himbeere spielt, das ist da keineswegs inzwischen zu alt für. Ich habe jetzt auch ein paar Mal echt schlucken müssen. So, ne? Aber es ist halt... Gefühlt ist sozusagen halt bei Galaxy Trucker noch mehr Chaos auch da. Hier ist halt mehr, hier ist ein bisschen mehr Memory einfach im Vordergrund. Ja. Da weiß halt wirklich, okay, erinnerst du dich jetzt noch an den, was jetzt noch kommt? Also ich habe halt wieder die roten Karten nicht wirklich erinnert, so nur so halb. Ja, man, es ist klar, ich versuche schon einen Teil und bin jetzt tatsächlich zum ersten Mal, auch idiotisch, drauf gekommen, dass ich die Sachen natürlich, damit ich es nachher nicht so schwer habe, auch am besten so paarweise hier anordne, damit ich mich dann eher daran erinnere, wie ich das gemeint hatte, weil das war jetzt bei der ersten Fahrt die Krux. Ich hatte viele Sachen und oh, das kann ich auch noch machen, aber das war gar nicht die, die ich bei der Planung gedacht hatte. Und dann saß ich am Ende auf einem Matrosen da noch rum und der macht nichts. Ja, irgendeine Kanone habe ich auch muss die Sachen zu viele wirklich, eingebracht. Man muss es ganz genau planen und das aber trotzdem schnell. Also es hat echt seinen Reiz. Alles an Bord von Carlo Arossi. Schaut es euch an, wenn ihr ja auch genau sowas machen wollt. Raumschiffe auf dem Wasser beladen und dann los geht's. Ein Galaxy Trucker für Kinder. Ich wusste immer, eines Tages wird es kommen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, danke liebe Patreons fürs Unterstützen, danke fürs Kommentieren, Abonnieren und auf Berlin, auf die Berlincon reisen und all diese Art und Weisen, wie man unserem schönen kleinen Kanal helfen kann. Danke dafür und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.